Herzlich willkommen zu der neuesten Ausgabe hier auf diesem Kanal Film Review Channel und wir kommen jetzt zu unserem nächsten Part von meiner Filmesammlung nach dem Alphabet und wir sind jetzt da bei dem Buchstaben C. Und bei Buchstaben C, da habe ich jetzt nicht allzu viele, ich kann euch jetzt kurz mal grob den Stoß zeigen, den ich euch präsentiere. Das ist circa so viel. Das ist nicht viel, wie gesagt, ich habe in meiner Sammlung hier in diesen vier Wänden rund 370 Filme. In einem anderen Raum sind wiederum so circa 370. Aber was ich hier habe, das sind die Filme, die ich noch nicht gesehen habe, die ich aber trotzdem mal sehen werde oder die ich generell gut finde oder wo ich sage, ein zweiter Versuch ist definitiv drinnen. Und ja, starten wir jetzt gleich mal durch. Das wird ein kurzes und knappes Video, nicht so lang wie die anderen. Und wenn ihr Wünsche habt zu bestimmten Reviews aus meiner Sammlung, dann schreibt es mir wie immer unten in die Kommentare rein. Als erstes Crimson Peak. Ja, ich besitze natürlich mehr DVDs wie Blu-rays. Crimson Peak, Guillermo del Toro, ein Gruselmärchen, wo ich sage, den habe ich erst einmal gesehen und den fand ich eigentlich gar nicht so schlecht, aber da war ich noch nicht so ganz überzeugt und dachte mir, na, da ist ein zweiter Versuch drinnen. Crimson Peak. Wer diesen Film gesehen hat, schreibt es mir einfach in die Kommentare rein, ab 16 Jahren. Als nächstes ein Film von Eli Roth, wenn man den Namen richtig ausspricht. Ich glaube Eli Roth. Und zwar Clown. Clown in der Uncut-Fassung ist ein Horrorfilm. Kann man das mit S jetzt nicht wirklich vergleichen. S ist ab 16, sofern ich weiß. Und dieser Horrorfilm mit einem Clown ab 18. Ich habe da noch einen anderen Film mit Clowns. Den kommt dann in einer anderen Folge von meiner Sammlung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Film noch nie wirklich fertig angesehen. Als er rauskam, kaufte ich ihn mir. Ganz wichtig, wie immer, die Uncut-Version. Und die ersten 15 Minuten habe ich mir gegeben und dann irgendwie, glaube ich, bin ich eingeschlafen. Aber ich habe mir gedacht, den gebe ich definitiv eine zweite Chance und vielleicht mache ich auch mal eine Review draus zu Clown. Bin gespannt. Als nächstes kommen wir mit dem Buchstaben C zu einer Komödie und zwar Crazy Stupid Love. Mit unter anderem Steve Carell, Ryan Gosling, Emma Stone, Kevin Bacon, Julianne Moore. Ein Film, der irgendwie süß ist, der irgendwie sympathisch ist, der aber natürlich auch nicht die ein oder andere sexistische Pointe auslässt, aber wo ich sage, den kann ich mir definitiv immer wieder ansehen, weil der hat was. Der hat Stil, der hat seinen Charme und ja, ist definitiv nicht ein 0815 unter der Gürtellinie Film, sondern ist wirklich eine ziemlich witzige Komödie, meiner Meinung nach. Crazy Stupid Love. Als nächstes ein Film auf Blu-ray und da muss ich ganz ehrlich sagen, der hat mir ziemlich gut gefallen und das ist Chappie, in diesem Pappschuber nichts Aufregendes mit unter anderem Hugh Hackman oder wie spricht man das aus? Sigourney Weaver aus den Alien-Filmen. Ganz normaler Film über einen kleinen Roboter, der es aber faustig hinter den Ohren hat. Ich glaube, dazu habe ich auch noch nie eine Review gemacht vom Regisseur von District 9, was hier oben groß beschriftet ist. Ist definitiv ein netter Film, ein spannender Film und kein Film, den man unterschätzen soll, weil FSK 16. Als nächstes habe ich eine Blu-ray und die habe ich nicht so all schon, die habe ich, wie soll ich sagen, den Film habe ich zuvor schon im Free-TV gesehen, dann damals auf Videokassetten aufgenommen und jetzt habe ich ihn endlich auf Blu-ray mir nachgeholt. Christine, eine Stephen King-Verfilmung aus den 80er Jahren. Ziemlich plumpe Story um ein Auto, das ja, ein bisschen ein Eigenleben hat, wenn ich das mal so sagen darf und sich in den Besitzer sozusagen ein bisschen hardcore verliebt, wenn ich das mal so sagen darf, und da geht dieses Auto wirklich über Leichen. Ein bisschen ein konfuser Film, ein bisschen etwas, wo ich sage, oder wo man sagen kann, das ist jetzt ja nicht so meins, aber definitiv unterhaltsam und ein Film von John Carpenter. Eine Stephen King-Verfilmung. Als nächstes, da habe ich leider auch nur die DVD, nicht die Blu-ray, Conjuring 2. Und Leute, ich kann mir den Film bis heute noch nicht alleine ansehen. Ich habe mir den damals im Kino gesehen und fand ihn einfach mega. Dann, als er rauskam auf DVD und Blu-ray, habe ich mir ihn zu Hause versucht, alleine anzusehen. Aber da musste ich nach wenigen Minuten schon ausschalten, beziehungsweise ich glaube, ich habe es nicht mal bis zur Hälfte geschafft. Ein wirklich heftiger, gruseliger Film. Den ersten Teil habe ich noch immer nicht gesehen, sollte ich vielleicht mal nachholen. Gibt es, glaube ich, auch momentan auf Netflix anzusehen. Als nächstes Michael Fassbender in Centurion. Ja, ein Film über einen Legionär, kann man so sagen, der sich auf eine Jagd macht, mit unter anderem auch dieser
ich weiß nicht, wie man diesen Namen ausspricht, Holger, irgendwie, keine Ahnung. Ich glaube, ich hatte mal in einem James Bond-Film mitgespielt. Aber definitiv ein blutiger, blutrünstiger, atmosphärisch toller, düsterer, so wie soll ich sagen, Mittelalterfilm, beziehungsweise wir befinden uns hier 110 Jahre vor Christus in Schottland. Definitiv nicht so schwache Nerven, Centurio immer wieder geil. Dann habe ich auch auf DVD Casino Royale, James Bond 007. Man sagt auch, das sei der beste James Bond mit Daniel Craig. Ich finde den sehr, sehr spannend und sehr, sehr cool mit 140 Minuten Lauflänge. Auch nicht gerade der kürzeste, aber definitiv geil, Casino Royale. Dann habe ich einen Film hier, einen uralten Klassiker, ich glaube aus den 50er Jahren, Ladies and Gentlemen. Ich habe ihn deshalb unter C eingeordnet, weil der Titel hier, und das sieht man auch hier auf der Seite, der beginnt mit C. So, habe ich jetzt falsch gehalten? Na, völlig egal. Auf jeden Fall heißt er auf Deutsch Der nackte Dschungel und ist unter anderem, hier kann man es schön sehen, mit Charlton Heston. Ja, Klassiker eigentlich. Leicht trashig, ist glaube ich ein B-Movie und mit seinen 91 Minuten. Den kann man sich definitiv mal geben. Es geht um Killerameisen, die Marabunta greifen an. Und klingt ein bisschen skurril, aber hat Stil. Der nackte Dschungel. Dann als nächstes, beziehungsweise als vorletztes, Jamie Foxx und Tom Cruise Collateral. Ja, oder wie man den richtig ausspricht, verzeiht mir meine etwas nicht perfekte englische Sprache. Einfach grenzgenialer Film. Habe ich schon x-mal gesehen. Das ist ein Thriller, so wie ich ihn gern habe, weil ihr wisst ja, oder viele wissen ja, dass das Thriller-Genre mein absolutes Lieblingsgenre ist. Leider auch nur auf DVD. Wäre cool, wenn diesen Film mal auf Mediabook oder als Mediabook mal herauskommt, weil das einer meiner absoluten Favoriten ist. Tom Cruise und Jamie Foxx. Und als letztes, den habe ich auch unter C einsortiert, obwohl hier groß das Haus am Fluss steht, aber oben steht klein Cold Creek Manor und hier auch auf der Seite steht ebenfalls Cold Creek Manor mit unter anderem Dennis Quaid und Sharon Stone. Ein Thriller um ein Haus, wo eine Familie einzieht und da gehen seltsame Dinge vor sich. Wie und warum, das möchte ich an dieser Stelle wie immer nicht spoilern, aber definitiv ein guter und starker Thriller. Den habe ich auch, glaube ich, schon zwei oder dreimal gesehen. Den kann man sich mal geben. Ein Psychothriller der guten Art, wenn ich das mal so sagen darf. Und das war's schon, das war der Buchstabe C aus meiner Filmesammlung. Wenn ihr Wünsche habt, wie gesagt, zu den jeweiligen Filmen, dann schreibt mir eure Wünsche für eine Review in die Kommentare rein. Und ich bedanke mich recht herzlich in diesem Sinne fürs Einschalten. Daumen nach oben, würde mich sehr, sehr freuen. Und wie immer, lasst ein Abo da, beziehungsweise aktiviert die Glocke, da verpasst ihr keine Reviews mehr. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen.